Ja, hallo. Ich habe mich entschlossen, eine ganze Reihe von Videos aufzunehmen, in denen ich Dinge erklären will rund um das Textverarbeitungsprogramm Writer, wie es im LibreOffice bzw. in ähnlicher Form im OpenOffice-Paket vorkommt. Diese Videos werden jeweils immer ein kleines Thema enthalten. Und ich werde sie nacheinander aufnehmen. Meistens wird es eben so sein, dass diese Videos aufeinander aufbauen. Das heißt, dass bestimmte Dinge in den späteren Videos dann eben von den vorherigen Videos vorausgesetzt werden. Das heißt, wer unsicher ist und sich nicht so gut auskennt, sollte auf jeden Fall die ganze Playlist von Anfang bis Ende durchschauen. Wer schon ein bisschen Ahnung hat, kann sich gezielt natürlich einzelne Themen raussuchen. Falls ich übrigens irgendein Thema vergessen habe oder einen bestimmten Bereich nicht ausführlich genug angesprochen habe, könnt ihr gerne bei mir nachfragen. Über YouTube kann man mir ja einen Kommentar schreiben. Und eventuell habe ich das ja noch für später vorgesehen. So, nur noch mal ein paar Informationen, wie man mit diesen Videos umgehen sollte. Nun ist es so, ich habe jetzt mal hier ein anderes Video von mir, das ich erstellt habe. Hier geht es eher um die Benutzung der Tabellenkalkulation im Zusammenhang mit einem speziellen Thema. Aber hier ist es so ähnlich. Das ist also eine normale YouTube-Anzeige und diese Videos erscheinen hier ja genauso. Dazu erstmal generell etwas zur Bedienung. Und zwar, hier haben wir ja die Knöpfe, dass ein Abspielen gestartet und unterbrochen werden kann. Hier ist für die Ton, für das Einstellen des Tons. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal stumm schalten, wenn ich das laufen lasse, damit man mich natürlich weiter hören kann. Die Anzeigen hier drüben und vielleicht ja auch diese hier verändern sich mit der Zeit mal. Das heißt, man muss eventuell gucken. Im Allgemeinen ist es so, dass es zwei wichtige Einstellungen gibt. Einmal die Größe der Darstellung, das heißt, wie groß ist dieser Player hier. Und da gibt es jetzt hier im Moment hier die Möglichkeit, die Größe des Players zu bestimmen. Also hier eben zum Beispiel größer. Gleichzeitig sollte man gucken, ob nicht auch, wenn ich das Ganze schon größer mache, nicht auch eine höhere Auflösung möglich ist. Der hat jetzt zwar, also YouTube hat ja automatisch die Auflösung hochgesetzt, aber ich biete meine Videos meistens im HD-Format an und dann ist es einfach besser zu erkennen. Nun ist es so, dass natürlich auch das Vollbild gibt, aber ich finde das Vollbild nicht so sonderlich gut. Und zwar gerade deshalb oder gerade dann, wenn es um Anleitungen für Software geht. Weil ich kann nicht so gut zwischen Vollbild und einem Programm hin und her wechseln. Das heißt, am besten wäre es, wenn ihr zum Beispiel das Browserfenster mit dem Video. Und je nachdem, wie groß euer Monitor ist, könntet ihr dann das entsprechend in der Größe anpassen, dass ihr also quasi das Fenster ein bisschen verkleinert, sodass man das Video hier ganz sehen kann und gleichzeitig eben nebendran das entsprechende Programm dann laufen hat lassen. Das Wichtige ist nämlich, dass diese Anleitungen nicht so gedacht sind, dass man sie eben sich in einem anschaut und dann das dann versucht nachzumachen, sondern mein Ratschlag ist, macht es immer so, dass ihr quasi immer zwischendurch anhaltet, wenn irgendetwas vorgemacht wurde und übertragt es dann hier direkt auf die Software und macht es direkt nach. Ich habe hier einen relativ kleinen Monitor, von daher passen die zwei Fenster nicht so gut nebeneinander. Das muss man dann halt eben überlegen. Aber trotzdem, man kann, wenn ich kein Vollbild habe, eben sehr viel leichter zwischen diesen zwei Programmen hin und her wechseln.
Das Bild sollte eben hier gut erkennbar sein. Und je nachdem, ob man einen großen Monitor hat, wo man diese zwei Fenster wirklich nebeneinander haben kann, oder ob es eben nicht so gut hinpasst, sollte man sich halt dann entscheiden, wie man das Ganze anordnet. Jetzt sieht man hier gerade ein Bild. Man sieht unter anderem, dass wenn ich den Mauszeiger in dem Bild hier bewege, dass dann ein gelber Rahmen drum ist. Das ist also eine Hervorhebung des Mauszeigers. Und gleichzeitig sieht man, dass zwischendurch immer mal so ein blaues Aufblitzen ist. Oder hier eben für länger. Immer wenn dieser blaue kleine Kreis um die Mauszeigerspitze zu sehen ist, dann klicke ich die linke Taste. Da gibt es auch für das Rechtsklick gibt es eine entsprechende Farbe. Ich glaube, das war gelb. Das benutze ich, glaube ich, jetzt hier nicht. Aber wenn ich das mal mache, und das werde ich in der Textverarbeitung sicherlich hin und wieder mal machen, dann erscheint eben so ein kleiner gelber Kreis rund um die Mauszeigerspitze. So, ich wollte noch zwei Sachen erklären. Dazu kann ich eigentlich das Video hier mal anhalten. Und zwar arbeitet ihr ja dann in einem Textverarbeitungsprogramm, und man kann eigentlich nur erkennen, wie so ein Textverarbeitungsprogramm funktioniert, wenn man auch Text drin hat. Jetzt könnte man natürlich sich irgendwie irgendwo aus dem Internet irgendein Dokument kopieren, den Text aus dem Internet nehmen. Ist kein Problem. Oder eine alternative Seite, wenn man sucht unter dem Begriff Dummy-Text, landet man hier unter anderem auf diesen sogenannten Blindtext-Generator. Das sind einfach irgendwelche oder teilweise Zitate, hier Latein oder auch Deutsch, beziehungsweise das ist jetzt natürlich Englisch alles, aber es ist einfach ein bisschen Text. Da findet ihr also einen beliebigen Text. Das andere, was ich noch kurz erklären wollte, nur zur Sicherheit, dass das klar ist, und zwar die Begriffe hier zu der Oberfläche, nur mal ganz kurz, ja nochmal, das ist hier die Menüleiste, die werden wir auch hin und wieder mal brauchen. Dann habe ich hier verschiedene Werkzeugleisten, und was es eben auch noch gibt, ist ein Element, das sogenannte Kontextmenü. Wenn ich jetzt mal irgendwas schreibe, so, dann kann ich zum Beispiel hier, wenn ich rechts drauf klicke, das müsste jetzt also eben zu sehen gewesen sein, dass das eine andere Farbe ist, dann erscheint hier eine Sammlung von Befehlen. Im Prinzip ist das eben auch ein Menü. Und dieses Menü enthält nicht Befehle aus einem ganz bestimmten Menü hier oben, sondern es sind Befehle, die gerade zu dem aktuellen Kontext, also in dem Zusammenhang, den ich gerade hier den Rechtsklick durchgeführt habe, Sinn machen. Also zum Beispiel, dass ich die Schriftgröße ändere oder dass ich was zum Absatz oder zu den Zeichen oder sonst was mache. Also das ist das sogenannte Kontextmenü. Der Vorteil des Kontextmenüs ist, dass ich eben nicht hier suchen muss, sondern man hat sehr häufig genau die Befehle, die man gerade braucht. Ja, wenn ich zum Beispiel hier ein Wort markiert habe, dann habe ich weitere Befehle, wie zum Beispiel ausschneiden oder kopieren, was ich vorhin eben nicht hatte, als ich nur den Cursor im Satz drin hatte. Da habe ich nur einfügen. Ja, soweit die Vorabinformationen. Wichtig, diese Videos sind also zum Nachmachen, zum direkten Nachmachen gedacht. Das ist eigentlich das Wichtigste. Nicht nur anschauen, sondern auf jeden Fall auch nachmachen. Ich hoffe, dass ich mein Wissen dann ein bisschen weitergeben kann, damit also noch mehr die Textverarbeitung einigermaßen gut bedienen können.